Ja, moin und herzlich willkommen zurück bei Lies of Pferdewurst. Ja, wir haben ja in der letzten Folge endlich diesen Ältesten der Bruderschaft des schwarzen Kaninchens geklopft. Und dann habe ich erstmal Schluss gemacht. Wir gucken uns jetzt erstmal hier im Hotel noch ein bisschen um. Weil ich habe ja 11.000, fast 12.000, ergo und weiß gerade nicht, wohin damit. Quatschen wir mal alle durch hier. So, also die hat nichts Neues. Quatschen wir mal mit Arborio. Der hat auch nichts. Dann Penultimo. Hat auch nichts Neues. Mit Venini will ich gar nicht reden. So, was hat denn Pulcinella? Hat der irgendwas Neues? Nein. Eugenia hat auch nichts. Was ist denn da los? Hallo Katze. Und Sophia hat auch nichts. Dann gehen wir mal eben hoch zu Papi. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen Quarz habe. Ja, dann könnte ich mich noch mal in die P-Orgel setzen. Einmal porgeln. You're back, but with the Black Rabbit Brotherhood out of the picture, we can focus elsewhere. Okay. And why not strike at the root of the problem? The King of Puppets Lair is on Rosa Isabel Street. Perhaps the puppet frenzy will come to an end if we can take down their king. Klingt erstmal logisch. And get the key to Rosa Isabel Street. I already let her know you'll be coming by. I always remember these favors you've done for me. Though it pains me to send someone so precious into such peril. Ah, ich glaube, ich soll verteidigen. Okay, aber das mehr hat er nicht. Ne, mehr hat er nicht. Aber die Porgel. Jawohl, wir haben einen Quarz. Ja, komm, machen wir hier. Irgendwie muss ja der. Muss ja meine Pulszellen. Sache mal, oder ist Maximum 5? Wenn ja, habe ich ein Problem. Was haben wir denn hier? Verbrauchsgüter, Besitzlimit. Legionsmagazin Effekt aufwerten. Ladeeffekt. Oh, okay. Aber. Habe ich eigentlich den Bock, ein bisschen meine Offensive noch ein bisschen zu erhöhen, ne? Naja. Waffenangriff aufwerten, wenn Haltbarkeit maximal ist. Bewältigen, Zerstörung. Zerstörung für perfekten Block. Das klingt sehr gut. So, aber wenn ich schon mal perfekt. Ja, jetzt habe ich auch meine sechste Zelle. Alles klar. Guti, guti. Dann. Kannst du einmal mit Sophia für den Schlüssel? Ärgere mich so, dass ich hier nicht rüberspringen kann, ne? Und dann. Dann reisen wir aber noch mal eben zurück zum Malum-Distrikt. Gucken uns da noch mal um. Eigentlich gesagt, die soll mit Sophia reden? Hat gesagt. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert hier. Meinte doch, ich soll zu Sophia gehen, ne? Zu Sophia. Sophia. Ja, kein Schlüssel für mich. Warum hat die denn keinen Schlüssel für mich? The city asked me any.
Moment, Rosa Isabelstraße. Bam, bam, bam. Machen wir da nochmal. It's time to eliminate the king of puppets. So are you? Okay, das hat nicht geholfen. Dann reisen wir erstmal zurück in den Malum-Distrikt. Gucken uns da nochmal um. Zu Stargazer teleportieren. Weil hier ist ja auch noch dieses Symbol. Neben dem Rathaus des Malum-Distrikts. Aussieht wie ein Bild. So. Ich bin immer noch froh, dass ich nicht den Geist rufen musste. Alles klar. Da sind wir reingekommen. Hier kann ich... Diese Lampe da. Irgendwie habe ich das Gefühl, da sollte was sein. Aber ich kann da ja nicht drüber klettern. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal, was das Rathaus... Oh. Ha. Untersuchen. Alle Puppen werden sterben und auch jeder, der sich mit der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens ansieht. Bam, bam, bam. Lügner. Was liegt denn hier rum? Hauptbuch der Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens. So, Verkauf von 10 Ergo abgeschlossen. Ich mag unseren alten Vermittler, weil er immer gut bezahlt. Ich mag unseren alten Vermittler, weil er immer gut zahlt. Doch wenn er es eilig hat, wird es schwer, das Ergo zu bekommen, das er braucht. Manchmal frage ich mich, ob er das Zeug verschlingt oder so. Wozu braucht er das Ergo? Ist er es wirklich nicht? Keine Schmierereien im Hauptbuch, Kind. Okay. Die Alchemisten bitten um mehr Goldmünzenfrüchte. Ach, da die Goldmünzenfrüchte waren ja auch noch ein Ding. Da sie nicht leicht zu bekommen sind, könnte das ein Problem werden. Ich glaube, die Leute im Hotel merken langsam, was hier los ist. Wir können sie gewaltsam bekämpfen, aber das ist nur die letzte Option. Die Sicherheit unserer Geschwister geht vor. Oh, wie rührend, Bruder. Halt die Klappe. 5 Ergo erworben. Bald muss ich keine Leichen mehr verkaufen. Okay. Nur noch ein bisschen und ich habe genug, um aus dieser verfluchten Stadt zu entkommen. Das Angebot der Alchemisten ist verlockend, aber ich habe kaum noch Ergo und bin mir nicht sicher. Denkt über die Expedition in den kahlen Sumpf nach. Kahlen Sumpf, glaube ich. Besorgt mir neue Teile, wenn ihr die Stadt verlasst. Ein Kleid für mich, ein Gewehr und eine Waffe für mich. Das ist nicht euer Tagebuch, Dumpfbacken. Alles klar. Top-Organisation, wie scheint. Und ich glaube, ich muss mal meine Lampe hier wieder reinklatschen. Weil hier ist ziemlich duster. So, ist da noch ein Quatsch drin? Ja! Aber auch nicht gut. Was haben wir denn hier noch? Dann gucken wir erstmal. Da oben lag ja noch was rum. Da war was Blaues. Wie komme ich denn da hoch? Da ist ein Bild. Hier noch. Jede Menge Bilder. Hey, check this out. Looks like you, sorta. From a certain angle. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... Right? Ha. Porträt eines Jungen. Nicht nur irgendeines Jungen, sondern anscheinend von mir. Also von... Ja, gucken wir mal, wo das hinführt. Der Trend des Monats. Stalker-Masken. Warum haben die Stalker angefangen, Tiermasken zu tragen? Laut Stadthistorikern war es im alten Grad üblich, Tiermasken zu tragen. Why? Es war eines der Rituale, um sein Leben zu offenbaren, wenn man gegen die legendären Felsentitanen kämpfte. What? Ob ihr es glaubt oder nicht, diese Legende ist eine Inspiration für Stalker von heute. Nicht nur Verteidigung und für Mode, sondern auch um den eigenen Rang und die entsprechenden Fähigkeiten zu zeigen.
Die Verbindung zwischen dem Rang und den Tiermasken ist nicht klar, aber meistens wählen die Stärkeren ihre bevorzugte Maske zuerst. Es gibt vielleicht sogar Neulinge, die gezwungen werden, alberne Masken zu tragen, die von ihren Vorgesetzten ausgesucht werden. Wie wäre es, wenn du in diesen unruhigen Zeiten der Versteinerungskrankheit deinen Geist mit einer energiegeladenen Stalker-Maske auffrischst? Okay, jetzt kommt der Werbepitch. Such dir ein Seelentier deiner Wahl aus. Faultier? Verschiedene modische Stalker-Masken warten auf dich. PS, dieser Gegenstand enthält einen von der Werkstatt patentierten Sporenfilter zum Schutz gegen die Versteinerungskrankheit. Ah! Hey Bruder, das Hauptquartier ist erledigt. Wie wäre es mit einer schwarzen Leopardenmaske? Die Werkstatt ist auch erledigt. Warum sollten sie so etwas herstellen? Okay. Ha! Huh. Wenn da ein Sporenfilter drin ist, dann macht das sogar Sinn. Habe ich jetzt... Ach, das war das... Ja, okay. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ist früher am Tag und ich glaube, ich werde krank. So, jetzt müssen wir hier lang. Ein Aufzug! Wo fährt er hin? Es fährt ein Aufzug nach nirgendwo. Da muss ich aber nochmal irgendwie gucken, wegen der Rosa-Isabel-Straße, dass ich deine Schüsse wirklich kriege. Oh! Wer ist das? You have no idea how happy I am to see you, Mr. Ach. Spider. Ah, wie heißt er, den wir in der Kathedrale gefunden haben? Hello. Gianjo. It's a relief to see you. I'll get straight to the point. I found the gold coin tree. Who knew it was right beside us? What? But there's a problem. When I tried to pick the gold coin fruit, it resisted me. Okay. I couldn't even get close. It actually burned me. It's probably because I have the petrification disease. Mm-hmm. Pathetic, yeah. True. So close, yet so far. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Klingt gut. Was hat er denn noch zu quatschen? Die Goldmünzenfrucht. I heard the alchemists made a device capable of fully utilizing gold coin fruit. I ignored it, assuming it was just a legend. You hear all sorts of wild tales about alchemists. Now that I know gold coin fruit actually exists, though, perhaps it's all true. Interact with the Saintess statue at the Grand Exhibition. You might be able to use the other powers of the gold coin fruit. Okay. Wie man schnell an Früchte kommt. I might look urbane now, but I used to be a farmer. I'm also interested in growing trees. I heard about a vendor who sells plant alchemy boosters. They might work on this tree too. If you come across such boosters, bring them to the tree. Alles klar. Also Dünger im Prinzip. Stalker, please. Hattest du noch was? Wunschstein des Würfels wechseln? Ne, da habe ich nur den einen. Alles klar. Oh. Wo kann ich das Gewehr nicht mitnehmen? Ich hätte gerne dieses Gewehr. So, na guck mal. Tür auf. Nächster Endboss. Oh, ah, das ist der Baum. Okay. Schick. To see the gold coin tree in a place like this. Okay, du kannst zu bestimmten Zeiten Früchte vom Goldmünzenbaum ernten. Die Frucht kann an verschiedenen Orten verwendet werden. Verwende Booster, um das Wachstum zu beschleunigen. Interessant. Also wir haben jetzt einen Timer für bis die nächste Frucht verfügbar ist.
Das waren 10 Minuten. Und die kann ich jetzt an verschiedenen Orten einsetzen, hat er gesagt, ne? What the heck? Und geht denn da lang? No way! Wir sind im Hotel. What the heck? Okay, das habe ich jetzt überhaupt in keinster Weise erwartet. Cool ist das denn? Also hängt, bin ich jetzt einmal quasi im ganz großen Kreis gelaufen. Alles klar, so, dann gebe ich dem Janjiro mal eben seine Frucht. Und dann gucken wir weiter. Stalker, please. If you... ja, wie kann ich ihm die denn jetzt geben? I heard the alchemist. I interact with... Jetzt stehe ich gerade auf. Stalker, please. Ja, nee, kaufen. Ha? Alles klar, ich kann durch, das ist eine zweite Währung, alles klärchen. Oben rechts in der Ecke, ne, da habe ich jetzt meine 11.000 Ergo und daneben 8 Gold, hier Münzfrüchte. Und da kann ich dann Steine für den Würfel kaufen, alles klar. So, aber wir brauchen ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr schnell reisen. 7 Minuten 40, um ins Hotel zu kommen. Deswegen rennen wir jetzt mal zum Hotel zurück. Ha, da sind wir ja schon. Wahnsinn. Boah, irre. Und dann quatschen wir gleich nochmal. Oder quatschen wir jetzt nochmal eben mit Sophia. Weil die hat ja anscheinend. Die sollte ja theoretisch immer noch den Schlüssel zur Rosa-Isabel-Straße haben. Habe ich jetzt aber nicht mehr. So, aber im Hotel Krat muss ich jetzt mit Antonia und mit Geppetto reden. Aber dit machen wir in der nächsten Folge. Ergo morgen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dahin und tschüss.